Livingston, Sylvester und Frosch im Angriff, zusammen mit Lee Coyne und Slayton an der blauen Linie. Aber Erk passt gut auf da. Nochmal Pavlo. Sebastian Busch. Immer noch Sebastian Busch. Gut gespielt. Dicke Chance und Tor. Durch die Beine. Es ist Luca Gläser. Mit dem 1-0. 23. Spielminute. Und das ist genau dieses Gegentor, was der EC Bad Nauheim unbedingt vermeiden wollte. Das machen sie gut. Und wenn es schnell geht, ist es ein 2 auf 1. Mit Sylvester. Mit Sylvester! Cody Sylvester! Überrascht Vorschroder. Am kurzen Pfosten. Shorthander. Für den kleinen blitzschnellen Center. Und ich hatte es Anfang der Partie gesagt, der hat so ein bisschen das Pech am Schläger. Aber er versucht es immer weiter. Und jetzt wird er belohnt. Ausgleich. Und da fällt dem ganzen Bad Nauheimer Team wirklich eine Last. Von Valentin Busch hat er Glück, dass es keine zwei Minuten gibt. Die Stocksfouls pfeifen die Unparteiischen ja heute sehr schnell. Bad Nauheim jetzt wieder komplett. Pavlo verliert die Scheibe. Und wenn es schnell geht, ist es die Chance für Ketter. Ketter! Eisekalt! Spiel gedreht! Der Captain macht's! Oh, Captain, mein Captain! Der Defensivverteidiger läuft alleine auf Oschroder. Und dann ist der so kühl und bewirbt sich als Penaltyschütze. 2-1 Bad Nauheim. Ein Stich ins Herz der Gäste. Die letzten 10 Sekunden. Bayreuth muss den Puck nach vorn bringen, sonst wird es nichts mehr. Jetzt wird schwer. Vorschroder läuft noch ein letztes Mal mit der lange Pass. Koloschwari und dann ist Slayton dazwischen. Und dann ist es das. Der EC Bad Nauheim gewinnt diese Partie. Eine hart umkämpfte Partie mit 2-1.